Hallo, hier ist heute wieder euer Bricket 13 mit dem ersten Haul-Video von meinem Kanal. Und ich habe heute natürlich auch wieder Brick Papa bei dem ersten Haul-Video dabei. Hallo alle zusammen. Bevor wir starten, wollte ich noch kurz einfach mal Danke sagen, weil ich habe ja jetzt auch über 400 Abonnenten und ich wollte einfach mal allen denen Danke sagen, die meine Videos angucken. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und wir gucken gerade nebenher noch Schalke gegen Dortmund. Das sind gerade die letzten 12 Minuten und es steht 2 zu 1 für Dortmund. Dann würde ich sagen, ja, beginnen wir doch. Wobei, nee, davor noch, der VfB hat ja heute, also am Samstag, gespielt gegen Frankfurt und zumindest einen Punkt 1-1 geholt. Und in den letzten Minuten hatten sie dann ja auch noch mal viele Chancen, also sie hätten auch einen Sieg verdient gehabt, oder? Ja, ich finde auch, aber wir können auch mit einem Unentschieden erstmal sehr zufrieden sein. Jo. Frankfurt Dann, ist ja eine starke Mannschaft. das stimmt. Und ich Und glaube, gerade jetzt hat eben gerade hat Schalke Schalke das das 2 zu 2-2 2 gemacht. geschossen. Ach du je. Eieiei, das wird jetzt irgendwie spannend in den letzten 12 Ja, Minuten. schauen wir mal. Ja. Da wird jetzt natürlich gejubelt im Abstiegskampf. Ja. Oh, Emre Can hat geschimpft. War das das sah gerade so Emre? aus, ja, glaube schon, das Ja. sah gerade so aus wie Pyrotechnik. Aber egal. Fangen wir an mit dem Paket hier, oder? Ja. Was ist da denn alles drin? Okay, da haben wir als erstes mal hier Fenster für den Mock von der Villa der Malfoys. Perfekt. Dann hier. So, die Turmdächer von auch von der Villa der Malfoys. Hier sind Teile drin. Ah ja, die zwei Teile für den für das Eingangstor und hier für die Fenstersimse oder so. Also genau für die Fenstersimse da. Dann haben wir hier. Wow, ja, stimmt, wir haben mal so eine Statue bestellt. So eine Statue, die da auch bei auf dem mit den gekreuzten Schwertern bei der ersten Quidditch-Stunde bei dem Set dabei ist. Dann haben wir noch Teile in Lightbush Grey für den Berg. Da kann dann jetzt auch die Baustelle weitergehen. Nochmal Teile für den Berg in Lightbush Grey. Und direkt nochmal Teile für den Berg in Lightbush Grey. Ja, und dann haben wir auch noch richtig viele oder ein paar Figuren bestellt, ne? Hier einmal Madame Maxime. Mit nochmal einem schönen Kleid. Dann haben wir hier eine Pavati Patel, soll das glaube ich sein. Oder Pavati Patne. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann nochmal eine von den Patel-Schwestern. Die andere halt. Haben wir die da zweimal die gleiche bestellt? Nee, die hat ein bisschen ein helleres Kleid, gell? Ja. Kleinen Unterschied gibt's. Einen kleinen Unterschied und noch ein Griffhawk hier. Als einfach nur ein Kobold für Gringotts haben wir uns gedacht. Wäre nochmal gut. Und nochmal, das ist glaube ich ein Diener. Eine Minecraft-Figur. Ja, ist ein Diener. Für die Minecraft-Welt. Glaube, da versteckt sich noch was unten links. Ja, oh ja, nochmal ein Kobold. Stimmt, da haben wir zwei bestellt. So, muss ja auch ein bisschen Leben mit Kobolden in Gringotts kommen. Zwei haben wir ja auch, glaube ich, schon von der Minifiguren-Serie und vom Adventskalender, glaube ich. Dann machen wir weiter mit dem großen Paket. Ist jetzt auch deutlich schwerer. Und schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Oh wow, da kommen direkt die 10 Teile für die Villa der Malfoys. Hier sogar in zwei verschiedene Tüten haben sie die verpackt. 1000 Stück haben wir davon bestellt. Das sollte jetzt erstmal reichen. Hier haben wir dann nochmal solche Vierer-Mauersteine im Sand bestellt, in Sandfarben. Dann hier noch solche geriffelten, oder? Was sind das? Ja. Hier nochmal auch Mauersteine. Bestellt hier noch solche Zweierle in Sandfarben, Jumper Blades in Light Blue Grey,
Nochmal ein paar. Was ist das für eine Farbe? Weißt du das gerade? Nee, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall so eine orangene Farbe. Dann hier Round Plates. Nochmal ein paar schwarze Round Plates. Hier noch Eckfliesen. Für was? Ja, für den Boden von der Villa der Malfoys. Okay. Hier solche Vierer. Schwarze Dinger. Solche hier. Einser. Flache. Und hier nochmal Jumper Plates. Und hier so runde. Super. Oh. Ja, Das zeig sieht doch mal, jetzt nicht. da haben wir das bei Bricklink bestellt, Ja, oder? genau. Hier. Vineyard Bricks oder wie heißt das? Ja, so Vineyard. Gut, dann machen wir Vielen doch. Dank an der Stelle. Genau, vielen Dank. Dann haben wir hier einfach nochmal zwei Teile für um einfach nochmal einen Minecraft-Ofen zu bauen, bestellt. Haben wir zufällig gesehen. Und dann hier nochmal für die Bautechnik vom Dach ist hier nochmal was dabei von der Villa der Malfoys, von den spitzen Dächern da. Dann, ah ja, genau solche brauche ich noch. Ich glaube in dunklen. Mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Dark Bushway, genau. Super. Und die benutze ich auch nochmal, um den Weg da zur Villa der Malfoys zu bauen. Dann hier, Ding. Oh, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie sie heißen. Brick Modifieds in Sandfarbe. Warum haben wir eigentlich so viel Sandfarben bestellt? Weiß ich auch Weißt du noch, nicht. was wir damit bauen wollten? Hier sind auch nochmal in 10 Zweierle. Nochmal in 10 Brick Modifieds. Nochmal in 10 Vierer. Nochmal in 10 so Einser. Und dann nochmal hier in 10 Teile. Da ist mir gerade eingefallen, damit könnte man ja so um das Dach rum was bauen. Wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Idee. Dann nochmal flache Einserle in Dark Ten. So. Eher so. Ja, so flache, die dann so einen Hügel hoch oder so haben in Dark Ten. Boah, warum haben wir die bestellt? Als Light Blue Spray Mauersteine. Mauersteine. Stimmt, weil davon haben wir im Legoland keine mitgenommen. Ich glaube auch 200 Stück oder 500, glaube ich. Oder warte, wir vergleichen mal. Wenn in einer so einer Tüte mal angenommen 500 Steine drin sind, ja, müssten 500 Steine drin sein. Ja, kommt 500, wahrscheinlich 500 hin. Ich glaube, Steine. die waren einfach super günstig in dem Shop und dann haben Genau, wir ja. für eine Brücke oder ähnliches die mal für alle Fälle Ah ja, mit, ne? genau. Hier dann noch so Einserle in Dark Ten. Ja. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die heißen nicht Sandfarben, sondern Ten. Stimmt. Genau, Ten. Hier noch in Völlig dem. richtig. Oh, in dem schönen Grün, In das dem mag schönen ich. Grün, genau. Kies da. Das mag ich auch sehr. Hier Nommelteile für den Berg. Da sind wir jetzt auch erstmal wieder versorgt. Ah ja, damit könnte man auch nochmal ein schönes Dach bauen. Mit den Teilen hier. Hier Nommelteile fürs Dach. Ah Ja, ja, zeig mal, das hier. sind die. Hauptteile, die wir Ja, brauchen. genau, für die drei Töne, Türme, oder? genau. Und dann das letzte hier nochmal so runde Sehr mit cool. so, wo man was draufstecken kann. Ja, Ja. und wenn ich hier so rumschaue, dann sehe ich ja Was? das Zaubereiministerium. Erzähl da noch was dazu. Ja, das habe ich heute aufgebaut. Bin auch direkt fertig geworden. Und da wird es dann auch bald ein Video drüber Ja, geben. Jetzt. machen wir ein kleines Review, oder? Ja. Dann hier noch ein ja, eher Ja, seltenes es ist Set. ein VIP oder was ist das für Ja, eins? ja. Ein VIP, das habe ich auch zusammengebaut. Könnten wir auch mal noch ein Review vielleicht dazu machen? Ja, ich denke, Oder? das, wenn dann Short, weil ich denke, das wird Ja, nicht so okay. lang gehen. Und dann schmeißt du mal alles nochmal hier in die Mitte. Ja, genau. Also ihr merkt schon, das wird ein sehr, sehr großer Haufen.
Ich bezweifle, dass es da alles hinpasst. Wobei, vielleicht schon. Ich weiß noch nicht, ob man alles aufs Bild kriegt. Oh, jetzt liegt gerade ein Dortmunder und ein Schalker, der hat sich schwerer verletzt. Und der Schiedsrichter und ein Schalker-Spieler haben sich gerade den Arm genommen. Was ist da los? Ja, das ist doch ein ganz schöner Haufen. Ne? Oh ja, die letzten drei Typen jetzt. Und Karte oben drauf. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, ja. Seid gespannt, wie es weitergeht, wann wir anfangen werden, die Malfoy-Villa zu bauen, wann du mit dem Berg weitermachst. Ja. Und dann war es das heute auch wieder, oder? Würde ich auch sagen. Bis bald. Bis bald. Tschüss, euer Bricky 13 aus dem schönen Allgäu und Brick Papa, ciao. Tschüss.